Jojo Leute, was geht ab, euer Harzwerde hier wieder am Start. Heute kommt mal wieder ein Supermoto-Video mit der wunderschönen FS450. Und zwar bin ich immer noch im Harzring und ja, wir fahren jetzt ein spontanes Supermoto-Rennen. Ich wurde vorhin gefragt, ob ich da mitfahren will und da habe ich gesagt, klar, fahre ich mit. Ich habe hier nichts zu verlieren. Wie gesagt, ich bin sowieso Anfänger, von daher passt das alles. Mal gucken, wie das so abläuft. Wir haben es jetzt schon mittlerweile 16 Uhr, also ich bin auch ganz schön fertig, muss ich sagen. Gerade weil wir heute durchgehend 34 Grad hatten. Das hat ganz schön an den Nerven gezogen. Aber der Reifen sieht gut aus vorne. Ja, da, die fahren auch alle mit. Also ich denke mal, wir werden bestimmt so um die 20 Fahrer sein. Dass jetzt so schnell schon so ein spontanes Supermotorrennen kommt, hätte ich ja jetzt auf gar keinen Fall gedacht. So. Ich gehe noch mal grob gucken, ob die Kameraeinstellung passt. Ich bin mal gespannt, ob die mit Offroad machen oder ohne Offroad. Mit Offroad oder ohne? Mit Offroad? Ja, ne? Wichtig wäre mir, dass am allerwichtigsten für alle, dass der Kleine nicht gewinnt heute. Das wäre mir wichtig. Auf deinem Motorrad. Ja, auf meinem Motorrad. Das ist der definitiv. Dem könnt ihr Blockpass geben im Gelände, ist kein Problem. Hauptsache, er gewinnt nicht. Danach gibt es ja auch wahrscheinlich einen. So. Ich habe jetzt einen Transponder hier vorne dran. Jetzt geht's los. Ich habe noch nie einen Start geübt.
Offroad ist hart wie Beton, Mann. Für das erste Spaßrennen bin ich mega zufrieden, jetzt schon, weil es lief einfach alles super. Ich habe den Fehler gut ausgenutzt von den beiden, den gerade. Ja, das heißt, der Fehler von den einen, der den anderen geblockt hat, und habe die Situation mega gut ausgenutzt. Also bin auf dem Moped geblieben, also alles easy. So Leute, jetzt fragt euch bestimmt, ey, hat sie welchen Platz bist du geworden? Das weiß ich selber noch nicht, denn wie gesagt, es war so ein Spaßrennen. Und die Auswertung wollten die jetzt demnächst machen und dann zum Wochenende kriege ich das zugeschickt. Ich werde es aber in irgendeinem Video dann demnächst bekannt geben, welchen Platz ich gemacht habe und welche Rundenzeiten ich gefahren bin. Ich bin auf jeden Fall mal mega gespannt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Aber berücksichtigt bitte auch, dass das Motorrad neu ist. Ich damit erst ein paar Stunden gefahren bin. Es ist halt komplett anders wie eine Zweitakter, also lässt sich komplett anders fahren. Allein Fahrwerk, Bremsen, es ist alles einfach anders dran und ich muss mich erstmal daran gewöhnen und ich muss auch erstmal die Grenzen vom Motorrad herausfinden. Und ja, wie gesagt, ich muss mich selber mit dem Bike erstmal ein bisschen anfreunden, zurechtfinden und das dauert halt alles ein bisschen. Aber ich bin trotzdem das Rennen mitgefahren, weil ich sage immer, dabei sein ist alles, egal welchen Platz man macht. Es geht ja im Endeffekt um den Spaß. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao und tschüss.